paar Ausnahmen. Diese Ausnahmen werden Sie gleich sehen, weil die wird jetzt gleich die Stadtmauer ein paar hundert Meter fehlen. Nürnberg wurde ja, beziehungsweise ja, Franken wurde ja 1806 eben von Bayern ja, übernommen, annektiert, wie man sie bezeichnen möchte. Aber eben hier, fahrt nicht nur links, sehen Sie, hier fehlt die Stadtmauer ein bisschen und eben hier gleich der Zusammenhang zu Bayern. Das war jetzt hier nett, dass eben die ja, aus irgendwelchen Kriegen oder so in die Stadtmauer hier so stark verwüstet wurde, dass es sich nicht rentiert, dass sie wieder auf die Mauer rein. Es waren hier die Nürnberger selber, die sie hier einfügen haben. Grund ist der, man wollte eben eine große Kriegsstraße in Nürnberg bauen, wie nach München oder wie nach vorne. Da hätte eben hier die Stadtmauer weggemüsst und hätte der Hochgraben aufgefüllt werden sollen. Und ja, es wäre ich aus heutiger Sicht furchtbar für Nürnberg geworden. Aber es gab schon damals so eine Art Denkmalschutz und unser damaliger Märchenkönig, König II., kennt ihn alle, hoffe ich, hat eben, ja, fand Nürnberg immer recht süß, ja, kleine Burg, kleine Stadt, war zwar die zweitgrößte Stadt von Bayern, aber aus seiner Sicht war Nürnberg kleiner. Aber er wollte eben dieses kleine, beschauliche Kleinbund eben mit der Stadtmauer und der Burg erhalten und aus dem Grund hat er eben den Antrag nicht zugestimmt und so ist eben uns eben hier die Stadtmauer eben bis auf diese paar hundert Meter eben erhalten geblieben. Normalerweise würden wir eben hier geradeaus weiterfahren raus zum Stadtpark.